Hallo, liebe Film- und Fernsehfreunde, liebe Telestammtischhörer, hier ist wieder Thilo, der alte Schwede aus München und heute wollen wir zum Seriencamp 2020 ein kleines Special machen und da habe ich das große Glück, dass ich einen Interviewgast bekommen habe und zwar einen der Initiatoren des Seriencamps und zwar den Gerhard Meyer. Hallo Gerhard, grüße dich. Hallo, grüße dich. Du hast mir netterweise erlaubt, dich zu duzen, weil wir uns als TV-Junkies gegenüber natürlich auch gerne austauschen. Und das Seriencamp ist noch relativ junges Festival in München gestartet. 2015 war das erste, wenn ich richtig informiert bin. Und ich war auch von Anfang an dabei, da ich bei Sky arbeite und Sky ja auch ein Partner ist des Seriencamps, hatte ich das große Glück, damals so intern ein Binge-Ticket zu gewinnen und durfte dann überall reingehen, hemmungslos beim Seriencamp, ohne mir auch die Tickets online zu besorgen. Denn man muss sagen, das Seriencamp ist zwar kostenlos, also man darf sich die Sachen dort kostenlos anschauen, man muss sich die Tickets vorher aber besorgen, natürlich im Internet damit. Ich schätze mal rein aus logistischen Gründen, dass ihr auch wegen den Plätzen das managen könnt. Sehe ich das richtig? Genau, dass wir auch ein bisschen abschätzen konnten, wie viele Serien wir erwarten, wie viele Zuschauer wir erwarten können für die jeweilige Serie. Was natürlich in Zeiten vor der Pandemie ist seltsam passend wirkt auf einmal. Ja, für heute. Das stimmt, ja. Aber wie gesagt, für uns ging es einfach darum zu sehen, auch in der Nachbetrachtung, wie beliebt war denn die Serie, wie gut ist die angekommen, wie viele Tickets wurden in welcher Zeit gezogen. Also auch für uns ist die Datenanalyse natürlich sehr interessant, um unser Programm besser zu gestalten. Das kann ich mir vorstellen. Und ich habe mal so ein bisschen auch auf Wikipedia gelesen, das Seriencamp ist ja durchaus ein Erfolgsrezept. Also es kommen ja jedes Jahr mehr dazu. Zum Schluss waren es fast, glaube ich, 6.000 Besucher. Bin ich richtig informiert? Boah, ich glaube, das von letztem Jahr waren wir bei 6.500 Ui. Besuchern. Und das war also dafür, dass wir eigentlich auch nur 3 Tage unsere Tore öffnen, war das natürlich hervorragend. Also da waren wir auch sehr stolz drauf immer. Das kann ich mir vorstellen. Es ist ja auch immer, also ganz toll. Ich kann es nur jedem empfehlen, der in München und Umgebung wohnt, da mal vorbeizuschauen. Einfach, ich finde die Atmosphäre jetzt einfach klasse. Das ist einfach toll aufgebaut mit den Lichtern und die Leute sind alle gut drauf. Also ich bin da einfach sehr gerne, fühle mich da immer sehr zu Hause. Und da es, wie gesagt, auch nichts kostet, kann ich jedem nur empfehlen, der irgendwie ein bisschen Interesse an Fernsehserien hat, da mal vorbeizuschauen. Das ist wirklich ein Erlebnis. Jetzt komme ich zur ersten Frage, die du bestimmt schon öfters beantworten musstest. Wie kam es denn eigentlich zur Idee oder wie wurde dann diese Idee dann schließlich Wirklichkeit? Also ich stelle mir das so vor, dass mal einer so eine coole Idee hatte, so, hey, lass uns doch mal was zu Serien machen. Filmfestivals gibt es ja genug, aber zu Serien ja gar nicht. Und dann ist es so ein Selbstläufer geworden, oder wie muss ich mir das vorstellen? Die Idee ist geboren worden aus der Phase, als eben Netflix und Amazon und die großen Streamer eben noch nicht dafür gesorgt haben, dass jede Serie fast zeitgleich überall auf der Welt angelaufen ist. Mhm. Also ich war ein riesen Serienfan eigentlich schon in den 90ern. Da natürlich dann noch ganz viele Dinge, die heute wahrscheinlich auch wenig Leute noch was sagen. Also so Frasier habe ich sehr viel Geld ausgegeben. Cheers, muss man dazu sagen. Genau, genau. sehr viel Geld ausgegeben, um das als Originalfassung aus Großbritannien zu importieren und solche Sachen und ja. Sehr viel Geld und Zeit investiert und damals die ersten HBO-Serien irgendwie auf DVD hier in Deutschland zu erhalten. Das hat sich auch ein bisschen bei mir ausgewirkt auf mein Studium. Also ich komme so aus der Richtung amerikanische Kulturgeschichte, wo natürlich damals diese ersten großen HBO-Serien wie The Wire, The Sopranos natürlich unheimlich beliebt waren, um sich damit auseinanderzusetzen, auch auf einer akademischen Ebene. Dann in den 2000ern, also so 2010, als es immer mehr Serien wurden, die aus USA kamen, aber bei uns noch keinen Sendeplatz hatten, weil in USA natürlich der Markt sehr viel größer geworden ist und sehr viel schneller gewachsen ist. Und man da dieses HBO-Rezept als eine Vorlage genommen hat, um seine eigene Marke aufzubauen als Kabelsender, ist bei uns so langsam die Idee entstanden, dass wir diese Vielfalt gerne darstellen würden im Rahmen von einem Festival. Und da kam auch dazu, dass es damals angefangen hat bei vielen von den Serien-Nerds, mit denen wir eben
und viel ausgetauscht hatten, dass auf einmal es nicht mehr so war, dass die großen Serien von allen gesehen wurden und man sich darüber austauschen konnte, sondern dass da schon so die ersten Erscheinungen gab, die heute natürlich sehr viel krasser geworden sind oder sehr viel größer geworden sind, dass es immer schwieriger geworden ist, so einen gemeinsamen Nenner zu finden, über den man sich unterhalten konnte über Serie. Und eigentlich haben wir die Idee dann schon so ab 2010, 2012 mit uns rumgetragen. Also der Malko Solf und Christopher Büchele, die eben so die, wir die drei Gründer waren des Festivals. Aber wir uns wurde immer noch gesagt, so nee, das funktioniert nicht. Also wir glauben nicht, dass irgendjemand bereit ist, ins Kino zu gehen, um sich eine Serie anzuschauen, vor allem nur zwei Episoden oder drei Episoden. Warum denn auch? Und dann hatten wir das mal vorgeschlagen einem großen Medienunternehmen hier in Deutschland, die auf der Suche waren nach etwas, um ihre filmjournalistische Sparte aufzupolieren. Haben da auch unheimlich viel Energie reingesteckt, um so ein Konzept daraus zu basteln. Das ist aber dann im Sande verlaufen und wir haben aber gesagt, so, nee, wir wollen das jetzt machen und haben eben da, hatten da zu dem Zeitpunkt gerade Kapazitäten, ein bisschen Geld übrig in unserer anderen Firma, in unserer anderen Agentur und haben das dann eigentlich so als ein Liebhaberprojekt gestartet. Mhm. Das war so die Anfangsphase des Seriencamps. Okay, hättest du selber gedacht, dass das mal solche Ausmaße annimmt und so groß wird und so fantastisch wird? Boah, ich muss sagen, im Nachhinein, ich würde immer gern sagen, ja klar, aber dann wirkt man immer so unheimlich schlau und vorausschauend. Nee, also ich muss sagen, für mich war es natürlich schon interessant, da ich ja auch über die Universität schon relativ früh mich damit auseinandergesetzt habe, wie die Branche, also die Filmbranche, die Serienbranche, die TV-Branche in USA sich entwickelt, haben sich da natürlich bestimmte Tendenzen abgezeichnet, von denen ich der Überzeugung war, dass sich das auch in Europa abbilden wird. Nämlich, dass es wichtig wird, Inhalte zu haben, Serien zu haben, Content zu haben, der Leute zurückholt. Das heißt, der seriell ist. Wenn ich einen guten Film mache, dann schauen die Leute einmal den guten Film an, aber sie werden nicht zurückkommen zu meinem Sender. Das heißt, du brauchst was, was die Leute immer wieder zurückholt. Das heißt, dieses Branding, dass auf einmal Leute wie HBO und AMC oder FX in USA so gut gemacht haben, dass es auch in Deutschland relevant sein wird. Dass es aber eigentlich dauert bis zum Ankommen der Streamer und so einem Druck auf die deutsche Produktionslandschaft, das war uns eigentlich erst relativ spät klar. Dass das so explodieren wird als ein globales Phänomen, muss ich sagen, überrascht mich und es überrascht mich auch halt, also hat mich in den letzten 3 Jahren oder vor 3 Jahren überrascht, wenn man auch sieht, aus welchen Ecken der Welt auf einmal Serien kommen, die ein globales Publikum schon im Hinterkopf tragen, aber natürlich auch für lokale Zuschauer und Zuschauerinnen gemacht worden sind. Aber dass das dieses Jahr in so einer Wucht bei uns ankommt, dass wir jetzt, weiß nicht, aus 350 gesichteten Serien, und das ist nur die Spitze des Eisbergs, was sich gerade weltweit tut, 80 auswählen und die eben aus Südamerika kommen, aus Australien, aus China, aus Korea, aus Indien, das muss ich sagen, verwundert mich immer noch, mit welcher rasanten Geschwindigkeit das sich als die primäre Erzählform des 21. Jahrhunderts ein bisschen herausbildet. Mhm. Zu der Auswahl der Serien kommen wir auch noch gleich. Aber jetzt mal so gesamt, wenn du jetzt mal auch ein bisschen zurückblickst, klar, dieses Jahr war es natürlich der Pandemie geschuldet etwas anders abgelaufen. Aber bist du da auch so ein bisschen stolz drauf, wie sich das entwickelt hat? Ja, auf jeden Fall. Also wenn man auch sieht, dass wir natürlich hier mit sehr, sehr, sehr wenigen Mitteln sehr viel erreichen immer. Und natürlich ist da auch gerade, also wir verstehen uns da in vielen Punkten ja auch als ein Startup. Aber das hat auch, wie kann man das am besten ausdrücken? Also es ist auch ein gewisses Grad an Selbstausbeutung in unserem Kernteam ist mit dabei, weil das natürlich mit einem Einsatz und einer Leidenschaft verbunden ist, die sich nicht monetär mehr abbilden lässt. Also. Ja, man muss ja erstmal erwähnen auch, dass das Ganze ja in der Hochschule für Fernsehen und Film in München stattfindet, der legendären Hochschule quasi, wo viele bekannte Namen ja herkamen, wie Wolfgang Petersen zum Beispiel. Wieso ist gerade die HFF, aber die ja eigentlich unkommerziell arbeitet, genau das Richtige oder die richtige Plattform für das Seriencamp gewesen? Ich muss sagen, für uns war zwei der Hauptgründe lagen
waren sehr unterschiedlicher Natur. Der erste Punkt war ein rein architektonischer. Für uns, wir haben einen Ort gesucht, an dem wir Minimum zwei Kinos haben, die technisch auf einem guten Stand sind. Für uns war unheimlich ausschlaggebend die Lobby. Also wir wollten halt einen Ort haben, an dem sich Leute danach auf ein Bier noch zusammensetzen können, mhm, zusammenstellen können und austauschen können und nochmal weiterreden. Viele von den anderen Kinos und vor allem von den Multiplexen ist es natürlich immer ein bisschen schwer möglich. Also da hätte man anders herangehen müssen. Für uns war es natürlich dann, sag ich mal, ein sehr entscheidender Punkt war, dass wir damals jemanden gefunden haben an der HFF, der ein bisschen gegen den Strich der dortigen Meinung, also vor allem vor 6 Jahren noch, unheimlich stark auf Serie gesetzt hat und das gesehen hat, was wir machen wollten. Das war eben die Anna-Katharina Brehm, die damals uns inhaltlich und an allen möglichen Punkten unterstützt hat und auch ein bisschen so geholfen hat, das zu navigieren, wie wir das jetzt umsetzen können an der HFF. Wir haben das Gefühl, dass es ein bisschen gedauert hat, bis wir auch so voll angenommen worden sind von ein paar der Studierenden. aber für uns ist es auch wichtig, eben an so einem Ort zu sein, der und den vielleicht auch ein bisschen mit zu prägen. Ich weiß nicht, ob das zu hoch gegriffen ist, aber auch ein bisschen Impulse zu geben in eine Richtung, die vielleicht speziell an vielen Filmhochschulen in Deutschland noch mit einer hochgezogenen Augenbraue bedacht werden oder wurden. Es ändert sich ja jetzt doch recht schnell. Ja. Aber muss ich sagen, genau was du gesagt hast, diese Lobby ist unglaublich toll, einfach weil da die Atmosphäre ist einfach schön. Man kann danach sich noch austauschen mit den Leuten. Die meisten die Mitarbeiter sind sowieso immer sehr, sehr gut drauf und freundlich und helfen einem. Und man merkt aber auch, dass es eben kein kommerzielles Festival ist. Das Ganze macht es ein bisschen entspannter, oder wie würdest du das sehen? Also für uns ist es natürlich immer ein sehr großer Balanceakt. Also wir wollten, also muss man so anfangen, unser Ziel war es von Anfang an, das mit so einer Can-Do-Attitude umzusetzen und nicht 1 oder 2 Jahre Schleifen zu drehen und versuchen, eine Finanzierung aufzustellen über klassische Fördertöpfe. Also wir werden natürlich gefördert vom FFF Bayern und dieses Jahr auch vom Digitalministerium. Aber uns war eben wichtig, das schnell umzusetzen und haben dafür ja relativ früh auf kommerzielle Sponsoren zurückgegriffen. Sky war da eben einer der ersten, die damals gesehen haben, was wir wollen und uns unterstützt haben, auch als wir selber noch nicht genau wussten, welche Form das annehmen wird. Aber es sind auch dieses Jahr jetzt eben so Leute wie Telekom, Amazon, die das überhaupt erst möglich machen, dass wir das Festival machen. Ja. Also kommerziell erfolgreich, also auch wenn ich mir da jetzt vielleicht zu sehr in die Karten schauen lasse, aber da sind wir noch weit davon entfernt. Also Okay. Das ist schon sehr viel Herzblut und Leidenschaft, die uns da antreibt. Das denke ich mal, aber das macht es ja auch so sympathisch für dich, also meiner Meinung nach. Dieses Konzept ist ja eigentlich ziemlich genial, muss ich sagen. Also man darf sich 1 bis 3 Folgen, meistens sind es 2 Folgen, die ersten Folgen einer Serie oder einer schon bekannten Serie, aber eine neue Staffel eben kostenlos ansehen. Und das Problem ist, das war es dann aber auch. Und deswegen, ich habe mit einem Kollegen, mit dem ich über das Seriencamp dieses Jahr ein Special gemacht habe, gesprochen. Dieses Konzept finden wir genial, aber grausam. Kannst du verstehen, was wir damit meinen? Vollkommen. Aber für uns ist es natürlich in dem Jahr noch wichtiger, oder es zeigt sich immer mehr, dass wir hoffentlich ja auch so eine Startrampe sein können für Stoffe, die es eben nicht schaffen, schnell bei einem deutschen Anbieter zu landen. Ich glaube, das ändert sich ja eh relativ rapide. Also dieser Content-Hunger, jetzt auch mit den umstrukturierten Mediatheken, den öffentlich-rechtlichen, mit neuen Playern, die, also ob das jetzt Join und Join Plus sind, TV Now oder so, solche kleineren Anbieter wie Suna, die ja auch eine sehr eklektische Auswahl an Serien haben. Ja. Und es ist schon wichtig, auch der Branche zu zeigen, was auf dem Markt ist und darauf zu hoffen, dass eben dann so eine Serie vielleicht mal eingekauft wird, weil man sieht, hey, das ist echt erfolgreich auf einem Festival gelaufen, das hat vielleicht einen Preis gewonnen, das hat unheimlich gute Kritiken bekommen im Anschluss im Internet
und das vielleicht ja jemanden bewegt, eine Serie mal in Angriff zu nehmen, die man nur also die es ein bisschen schwerer hat. Aber das ist teilweise für mich ist der Schmerz genauso groß. Und es gibt auch viele von den Serien, die wo ich leider immer noch 2 oder 3 Episoden gesehen habe und weil dann teilweise es überhaupt keine Untertitel gibt auf Englisch, um das weiterzusehen oder sowas. Also das wäre auch so eine Frage, dürft ihr denn weiterschauen oder kriegt ihr auch immer nur diese ersten paar Folgen? Boah, hängt komplett ab. Also ich habe jetzt in diesem Jahr von ein paar meiner Highlights aus dem Programm sowas wie The Bad Kids, das kann man ja weiterschauen, auch zum Beispiel in Deutschland. Eine chinesische Serie? Genau, also über IG.com, also IQ.com. Okay. Sogar kostenlos, also das wissen die meisten ZuschauerInnen gar nicht. Und ein paar andere Sachen habe ich weiter gesehen, sowas wie diese kanadische Serie Trickster. Aber von der glaube ich, dass das eh nur eine Frage der Zeit ist, bis das in Deutschland jemand zeigt. Okay. Ich habe aber auch ein paar Serien bei mir im Programm gehabt, die ich unheimlich gern weitersehen würde, wo es einfach keine Untertitel gibt. Also The Chef, diese israelische Kochserie, ist ein gutes Beispiel. Oder The Pack, da habe ich auch nur leider die 2 Folgen gesehen, die wir, also Lachauria, der Competition-Gewinner, da habe ich leider auch nur das gesehen, was bei uns im Watchroom zu sehen war. Okay. Also das ist natürlich etwas schwierig immer. Okay, also da geht es euch tatsächlich wie den Besuchern oft, dass ihr gar nicht wirklich weiter gucken könnt, obwohl ihr wollt. Also ich habe zum Beispiel dieses Six Empty Seats gesehen, diese russische Serie und hätte wirklich gern gewusst, wie es weitergeht. Aber ihr habt dann in diesem Anmod-Clip gesagt, dass der Film selber noch gar keinen Sender in Deutschland gefunden hat, was dann natürlich manchmal schwierig ist. Wie könnte man denn trotzdem an diese Sachen, ich meine so legal rankommen? Habt ihr da einen Tipp? Boah, schwierig. Also sowas wie Six Empty Seats, also viele der Sachen, die wir zeigen, haben ja oft noch nicht mal einen Vertrieb oder einen Sender in ihren Heimatländern. Ach so. Bei Six Empty Seats, da bin ich mir nicht mehr sicher, wie die Situation war. Ich glaube, dass das dort auch noch gar nicht voll ausgestrahlt wurde oder nur einmal gelaufen ist. Und da gibt es keine Untertitel dafür. Also da, ich weiß aber, dass, also Ich würde mich sehr wundern, wenn das auch nicht eine Serie ist, die man bald sieht, weil das natürlich eine Serie ist, die halt stark herausgestochen ist durch die Art, wie es erzählt wird, durch die ein bisschen durch die Stimmung, durch die Atmosphäre, die das macht und auch vom Visuellen her. Ja. Aber das sind so Serien, glaube ich, die schaffen es früher oder später auf jeden Fall zu uns. Ja, also die ist ja qualitativ auch hochwertig produziert. Deswegen würde es mich jetzt wundern, wenn die nicht irgendwie doch mal einen Vertrieb kriegt hier. Also ja, und interessant, der Macher der Serie, das war ja eine Verzweiflungstat. Der hat dort hat in Russland eine Rom-Com gemacht, die komplett gefloppt ist. Er selber ist irgendwie in dritter Generation Regisseur und Filmemacher. Sein Vater und sein Großvater waren super bekannte Filmemacher aus Russland. Und dann hat er sozusagen in einem letzten Aufbäumen, so wurde es mir zumindest erzählt, hat er nochmal Six Empty Seats gemacht und das sticht heraus und ist er natürlich auch in Russland, hat das für Aufmerksamkeit gesorgt, auch wenn es da noch viel stärker aus dem Rahmen fällt als international und hat jetzt aber, also wie gesagt, so macht gerade seine Kreise, zieht seine Kreise, also ist auf jeden Fall ein Erfolg für ihn. Also kurzer Abriss, wir haben es in dem Special auch schon mal angesprochen, da geht es um 6 Leute in einer Firma, die auf Dienstreise gehen sollen oder fliegen sollen und dann den Flieger verpassen und dieser Flieger stürzt dann ab und sie haben quasi als einzige überlebt, so ein bisschen wie Final Destination, aber es geht, glaube ich, in eine ganz andere Richtung, aber auf jeden Fall sehr interessantes Grundsetting. Und ja, wie gesagt, das ist aber die Krux, man darf eben angefixt werden, sage ich immer schön, von diesen Serien und dann muss man eben hoffen und schauen, dass sie auf irgendeinem der Streaming-Portale oder Sender dann doch mal zu sehen sind in Deutschland. Oder man muss es halt im Netz irgendwie suchen. Es gibt ja da inzwischen auch Möglichkeiten. Was wir schon angesprochen hatten, ihr hattet dieses Jahr 80 Serien mit großem Ausrufezeichen im Angebot. War das bisher die größte Auswahl, die ihr hattet? Ja, mit Abstand. Und also zuvor hatten wir natürlich immer die physischen Beschränkungen der HFF als Spielstätte und des Programms. Also wir haben einfach nur 3 Tage, um das alles zu screenen. Dann hat man automatisch immer so ein Limit gesetzt. Ich hätte natürlich immer gern 40, 50 Serien im Programm. Hier der Malko und die Moni, also meine beiden Kollegen, die
zügeln mich dann immer. Dieses Jahr ist es halt ein bisschen durchgegangen mit uns. Ja. Das lag aber jetzt stärker daran begründet, dass wir A, diese physische Beschränkung nicht hatten. Das heißt, wir konnten eigentlich so viel zeigen, wie wir wollten, da alles in dem virtuellen Watchroom war. Auf der anderen Seite hat es unheimlich lang gedauert, viele der Lizenzgeber zu überzeugen von dem, was wir machen. Weil es natürlich was komplett anderes ist, zu sagen, hier ist eine unserer Serien, die zeigt ihr einmal in einem Kino. Oder hier ist eine von unseren Serien und die steht 18 Tage auf dem Streaming-Angebot. Und da waren wir eigentlich so bei 40, 50 Serien, haben gedacht, jetzt ziehen wir einen Schlussstrich. Und auf einmal kamen von unheimlich vielen Seiten noch Serien, die wir vor 3 oder 4 Monaten angefragt haben. Und auf einmal kam das okay. Ja. Und dann kamen da auch Sachen, die ich halt einfach nicht mehr ablehnen konnte. Also ja. Sowas wie I May Destroy You, das sage ich nicht nein. Und ja. Wobei die ja tatsächlich schon lief auf Sky. Das waren diesmal etliche Serien, die tatsächlich schon verfügbar waren. Aber das lag wahrscheinlich auch daran, dass es nicht jetzt nur 3 Tage war, sondern dass man ja vom 5. bis zum 22. November alles online gucken konnte, der Corona-Pandemie geschuldet. Für uns war es da eigentlich wichtig, dass wir dieses Jahr eben nicht nur Serien im Angebot haben, wo danach der große Frustration kommt von, das kann ich jetzt nicht weiterschauen oder jetzt muss ich ein Dreivierteljahr warten, bis ich das bei einem Anbieter sehen kann. Mhm. Und deshalb haben wir auch verstärkt ein bisschen so eine Rückschau gemacht und Serien genommen, die schon laufen, Okay. Serien genommen, die Anfang des Jahres gelaufen sind, auch weil wir den Eindruck hatten, dass in dieser Schwemme an Serien, die gerade auf den Zuschauer einprasselt, manche Perlen schnell untergehen. Also okay. Darum haben wir eben sowas auch wie Devs nochmal dazu genommen oder Normal People und der versucht so ein bisschen einen größeren Lovecraft Überblick Country. Genau, ja. Okay. Wie werden die Serien aber denn sonst ausgesucht? Kommen dann diese großen Sender auf euch zu und sagen, pass mal auf, wir haben da was für euch oder geht ihr da proaktiv hin und sagt, ey, das wollen wir haben? Teils. Ich muss sagen, bei manchen Sendern, die haben natürlich immer ein Interesse daran, uns bestimmte Serien zu geben, die sie demnächst ausstrahlen. Manchmal wissen wir über andere Kanäle, also über die Sales oder die internationale Distribution, wo etwas gelandet ist in Deutschland und dann bohren wir natürlich da schon unnachgiebig nach. Also, okay. Also da ist dann schon so, dass ich, wenn ich höre oder weiß, dass eine bestimmte Serie bei jemandem gelandet ist, dann melde ich mich auch proaktiv bei denen. Ein Großteil der Sachen natürlich, die nicht in Deutschland einen Vertrieb haben, also einen Sender haben oder einen Broadcaster haben, das ist Recherche. Also das ist monatelange Recherche und versuchen, also gerade in spanischsprachigen, chinesischsprachigen Raum ist der unheimlich schwierig, auch an Informationen ranzukommen. Also da fließt schon viel Zeit bei uns hinein. Ja, das denke ich mir. Du hast schon vorhin ein bisschen von deinem Team gesprochen, das viel Herzblut reinsteckt. Wie groß ist denn euer Team eigentlich? Also im Kern sind wir zu dritt die meiste Zeit des Jahres. Also eben der Malko Solf, die Simone Schellmann und ich. Jetzt während der Hochzeit, also das hat dieses Jahr, glaube ich, haben wir einen neuen Rekord aufgestellt, da waren wir zu 10. Und wie gesagt, so da so dieses Jahr auch halt komplett anders strukturiert und mit ganz anderen Aufgaben als unser normales Festival mit sich bringt. Aber ihr habt ja auch viele Mitarbeiter, die vor Ort, also wenn es denn wieder vor Ort stattfindet, arbeiten. Also die Moderation übernahmen ja dann Kollegen von PULS, vom Jugendradio, vom Bayerischen Rundfunk. Wenn du jetzt alle die Leute zusammennimmst, wie viel wären das dann? Wow, oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, da kommen wir wahrscheinlich so auf Richtung 30, okay. 25, 30, sowas. Aber da sind natürlich auch viele Volunteers dabei, ja. Also die wir immer suchen, von daher gerne, wer nächstes Jahr vielleicht mal vor Ort dabei sein will. Okay. Da sind wir immer auf der Suche nach Leuten, die sich auskennen mit Serie und Lust haben, in so einem Team mitzuarbeiten für ein paar Tage. Okay. Was ich nochmal lobend erwähnen wollte, beim letztjährigen Seriencamp, da habt ihr halt auch solche so Special-Sachen gemacht, wo es eben nicht nur gescreent wurde. Also ich finde es ja sehr schön, dass ihr einfach nicht nur lieblos Sachen abspult, sondern auch so Sachen macht wie, ich war beim Walking Dead Pub-Quiz dabei, habe einen schamvollen dritten geteilten Platz nur erreicht, obwohl ich eigentlich gar nicht schlecht war. Aber das war einfach eine super Aktion, war leider auch nicht gut besucht, aber das hat einfach richtig
richtig Spaß gemacht. Wieso oder wie kommt ihr auf solche Ideen auch noch, das Ganze so ein bisschen zu würzen mit solchen Aktionen? Boah, also da muss ich sagen, wir würden sowas gerne viel öfter und viel größer machen. Das ist oft unseren Ressourcen und Kapazitäten geschuldet. Also gerade dieses Serienquiz, das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, das werden wir wieder machen, ausbauen, cool, auch außerhalb des Festivals jetzt, im kommenden Jahr. Okay. Und das soll dann natürlich den großen Höhepunkt finden im kommenden Seriencamp, wenn es wieder physisch stattfindet. Ja. Aber gerade diese Aktionen und diese Dinge, die eben außerhalb des klassischen Screenings laufen, da würden wir natürlich immer gern viel mehr machen. Da, wie gesagt, so jeder, der Lust hat, an sowas mitzumachen, gerne bei uns melden. Wir sind immer offen und freuen uns über jeden, der auch so eine Begeisterung mitbringt für Serien. Ja, wunderbar. Also ich bin ja zum Beispiel Dauergast beim Fantasy-Filmfest und da habe ich den Betreiber, den Rainer Stephan, auch mal vor den Kopf geworfen, dass sie einfach viel zu wenig solche Sachen machen, statt einfach nur die Filme runterzuspulen, sondern das ist einfach so das Salz in der Suppe, sage ich mal, bei so einem Festival. Und das macht ihr einfach ganz gut. Deswegen wollte ich das nochmal lobend erwähnen auf jeden Fall. Danke. Das freut uns immer sehr. Ja. Gut, wir haben es gerade schon angesprochen, es ist ja so, bei der HFF, ihr habt, glaube ich, 5 oder 4 Kinosäle zur Verfügung? 3 leider immer nur. Also wir haben ab und zu noch unten was in dem Videokino gemacht, aber da haben wir immer 3 unterschiedlich große Säle, die wir bespielen. Stimmt, genau. Also 3 richtig Kinosäle und dann gab es aber noch so ein kleines Ding, wo man auch was auf den Beamer schmeißen kann, wo ich den Philipp Walulis auch gesehen habe. Ich habe immer auch ganz tolle Gäste da, das ist auch immer lobend zu erwähnen, mit denen man dann auch nachher noch einen Diskurs führen kann. Also das ist ja die zweite Säule des Festivals. Ihr habt ja nicht nur diese Serien, die man anschauen kann, sondern es gibt ja auch viele Talk-Panels und mit richtigen Größen aus der Branche, die dann teilweise allerdings auch nicht mehr kostenlos sind. Wie kam es denn dazu, dass ihr diese zweite Säule da aufgebaut habt? Das kam relativ früh, als ich, ich weiß leider nicht mehr, ich glaube, das muss 2014 gewesen sein, war ich 2-3 Monate in Europa unterwegs und habe mir 3 andere Festivals angeschaut, also die es zu dem Zeitpunkt gab. Eins davon in Spanien, das war ein reines Publikumsfestival. Mhm. Die haben unheimlich tolle Sachen gezeigt, aber bis auf Game of Thrones waren alle von diesen Vorführungen leer. Und das hat mich irgendwie ein bisschen gewundert. Oh. Und dann war ich kurz darauf in London bei einem unheimlich tollen Festival, das gibt's leider nicht mehr, das hieß Totally Serialized, das war auch so eine One-Woman-Show, die das organisiert hat und die Gäste zusammengeholt hat und das war eher an die Branche ausgerichtet und da haben wir gesehen, dass die Erkenntnisse, die da herausgekommen sind in den Panels, viel interessanter waren und dass damals die Branche noch einen viel größeres Interesse dann hatte, vielleicht Dinge zu sehen, die sie nicht direkt weiterschauen können, aber als Inspiration zu nehmen und dann vielleicht eine kurze Case-Study zu machen oder ein kurzes Panel dazu zu machen, um das Thema zu vertiefen. Und daraus ist das für uns dann relativ schnell klar geworden. Also ich bin dann zurückgekommen von der Reise und habe gemeint, so ja, wir können leider nicht nur ein Festival machen, wir müssen auch eine Konferenz machen. Und das hat sich ja als gute Entscheidung erwiesen, weil ich glaube, wir kriegen da immer sehr, sehr gutes Feedback natürlich. Mhm. Und da hoffen wir auch, dass wir nächstes Jahr natürlich wieder das physisch so fortsetzen können, wie es unsere Besucherinnen gewohnt sind. Ja, jetzt musstet ihr ja dieses Jahr diese Umwandlung zum Online-Angebot vornehmen. Wie aufwendig war das und wie ist da euer Fazit dazu? Es war irre aufwendig. Also das war uns, ist uns relativ schnell klar. Also wir haben uns früh dazu entschieden. Ich glaube Anfang Mai ist das erste Mal die Richtung so grob vorgegeben worden bei uns intern, dass wir auch nur digital uns aufstellen, weil uns klar war, dass wir beides gleichzeitig nicht leisten können, vor allem wenn eins dann abgesagt, also wenn das physische abgesagt wird und was ja damals noch nicht abzusehen war, hätte uns das in große Schwierigkeiten gebracht und haben dann angefangen, uns viele von diesen Dingen zu erarbeiten. Also das begann jetzt eben, wie mache ich eine Live-Sendung, einen Livestream, was muss ich dafür alles bedenken, was für Möglichkeiten gibt es, um das zu streamen, mit welchem Partner arbeiten wir zusammen, was für Dinge müssen wir beachten bei den Lizenzen, also bei der Verhandlung mit den Lizenzgebern. Und
Ich muss sagen, dass wir die 8 Wochen vorm Festival waren wahrscheinlich so, glaube ich, die intensivste Zeit, die wir bisher hatten hier beim Festival. Also weil man so viele Dinge komplett neu lernen musste. Es war viel Learning by Doing, schätze ich mal. Ja, also das ist halt einer unserer großen Vorteile gegenüber vielleicht anderen Festivals, dass wir natürlich ein kleines Team sind und schnell uns agil ausrichten können. Aber das war schon sehr, sehr, sehr viel neue Dinge, die man in sehr kurzer Zeit unter einem großen Druck sich aneignen musste. Und da hatten wir zum Glück ein paar Leute, die uns da geholfen haben. Aber das war, ja, das war eine große Herausforderung. Okay, aber so hoffen wir mal inständig, dass es nächstes Jahr wieder physisch stattfinden darf. Wollt ihr trotzdem parallel das Online-Angebot weiter bestehen lassen oder war das jetzt wirklich dann nur einmal? Wir würden das unheimlich gerne weiter bestehen lassen. Also für uns war eine der Vorgaben, die wir eben im Mai gefasst haben, wenn wir diese Kapazitäten entwickeln, dann auch so, dass wir sie später weiterhin nutzen können. Für uns muss ich ganz ehrlich sagen, und das ist das, was wir jetzt in den nächsten 4 bis 8 Wochen uns überlegen müssen, ist natürlich eine große Doppelbelastung finanzieller Natur und wir müssen schauen, wie wir das natürlich alles finanziert bekommen. Aber grundsätzlich würden wir das unheimlich gerne hybrid machen, auch weil wir die Zuschauerzahlen jetzt, die wir sehen, also wir hatten knapp 30.000 BesucherInnen aus ganz Deutschland auf der Plattform. Das ist natürlich genau das, wo wir immer hin wollten. Also das nicht nur als regionales Festival wahrgenommen zu werden, das zwar internationale Gäste hat und für die Branche auch national wichtig ist, aber die meisten BesucherInnen kommen ja natürlich aus München und Umgebung, Ja, klar. sondern eben auch Leute anzusprechen, die in Berlin sitzen oder in Hamburg oder in Leipzig. Gut, jetzt hast du schon die nächste Frage vorweggenommen. Wie waren denn die Zahlen diesmal? Also 30.000 ist natürlich schon eine Marke. Das ist natürlich auch schön, dass, also ich habe, wie gesagt, mit einem Kollegen ein Special jetzt machen können, der eben nicht in München wohnt, sondern in Hessen. Und dann konnte ich mit dem auch über Seriencamp sprechen, was natürlich sehr toll war, weil der es sonst natürlich nicht hätte anschauen können. Generell Feedback der Besucher, also ob es jetzt also online ist oder vor Ort, wie ist so das Feedback? Hast du da ein Beispiel zum Beispiel? Zum Beispiel. Das Feedback war durch die Bank gut bis sehr gut. Also wir haben ja vor kurzem jetzt eine Umfrage gemacht, da kamen auch sehr konstruktive Verbesserungsvorschläge. Viele von den Dingen, die nicht so toll gelaufen sind, die sind uns natürlich auch schon aufgefallen, kurz vorm Festival oder während der Umsetzung. Aber da kannst du dann nicht mehr auf eine andere, also kannst du den Weg nicht mehr ändern, auf dem du gerade läufst. Das ging zum Beispiel, wie wir das präsentieren, also wie wir diese 80 Serien jede einzeln vorstellen können und sicherstellen können, dass das interessant ist. Aber wie gesagt, bis jetzt das Feedback sowohl aus der Branche als auch von den ZuschauerInnen aus ganz Deutschland war bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen wirklich überwältigend Ja, gut. ein paar Querulanten gibt's halt immer. Ne? Ja, Mai, also das damit glaube ich, kann ich auch leben. Ja, das ist schön. Wir bleiben gerade mal bei deiner Person. Was mich nämlich interessieren würde, ist, du hast schon was angesprochen, nämlich Frasier. Welche Serien haben dich denn so geprägt, in deiner Kindheit und deiner Jugend? Wo bist du früher vor der Glotze gehangen und konntest nicht mehr weg? Kindheit auf jeden Fall die Serien, die ich gar nicht gucken durfte. Also ich sage mal, angefangen dieses, ich meine, das ist natürlich so für unsere Generation, ja, man hat ja diese vereinenden Serien, die jeder nostalgisch verklärt zurückblickt und alle haben so die gemeinsamen Erfahrungen. Das ist dann, fängt an bei sowas wie Biene Maya und Nils Holgersen und Genau, das hat ja wirklich jeder gesehen. Genau, und kommt dann sowas wie Cold Seavers, das durfte ich damals zu Hause gar nicht so viel schauen, also weil das meine Mutter für doof hielt. Und so auch so Trio für vier Fäuste. Jawohl. Ich muss sagen, was mich damals boah, so früh geprägt hat, ist auf jeden Fall, was Battlestar Galactica in seiner Original, also in der Erstfassung, also in dieser 70er, 80er Jahre Fassung, Ja. was ich immer so als eine Serie wahrgenommen hatte, weil es ja irgendwie, weiß ich gar nicht mehr, wie viel es waren, 4, 5 Filme waren, die ja da immer so hintereinander gelaufen sind und dann so zerhäckselt wurden, Ja, die das war eigene ganz Serie furchtbar. ausgestrahlt. Ja. Und ich sag mal, das, wo es dann wirklich akut geworden ist, auch so ein bisschen in dem
das keine Folge verpassen dürfen, war sowas wie Star Trek. Also kann ich mich erinnern, mein Bruder und ich sind dann wirklich nach der Aber Next Schule, Generation jetzt. Genau, Next Generation, Deep Space Nine war ja, dann wirklich, weil es ja, das erste Mal so war, dass ja so große, übergreifende Storybögen gespannt worden sind. Da waren wir sauer, wenn wir da irgendwie eine verpasst haben. Das wurde auch alles aufgenommen. Das und weiß ich auch. Auf Sat.1 damals noch. Und das war tatsächlich, da habe ich noch studiert. Das war dann Talk of the, also nicht mehr Schulhof, sondern auf the Campus. Da hat man sich tatsächlich dann abends beim Bier noch über die letzte Star Trek-Folge unterhalten. Das war irgendwie auch irgendwie sehr schön. Und Twin Peaks hat mich unheimlich geprägt. Oh ja. Also, habe ich jetzt die dritte Staffel endlich mal angeschaut. Nach 25 Jahren kam die raus. Und die ist ja auch richtig durchgeknallt. Aber die hat uns auch geprägt, weil unser Englischlehrer hat uns damals quasi genötigt, die anzuschauen, die Serie, weil er gemeint hat, das ist so die beste Serie, die er jemals gesehen hat. Und wir haben das dann als Thema im Englischunterricht immer durchgenommen, was auch irgendwie lustig war. Die war halt auf jeden Fall ja auch prägend für das, was sie alles auf den Kopf gestellt hat, von dem, wie die Serie funktioniert hat zu dem Zeitpunkt. Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Ich glaube dann auf jeden Fall sowas wie, ich war halt auch immer Animationsfan, also My Simpsons ist sicherlich prägend gewesen und also eine lange Zeit lang. Dann irgendwann mal, als es halt schlecht wurde, dann abgekehrt. Aha. Aber das war für mich immer so ein Ritual. Am Montagabend bin ich da gesessen, habe halt dann, weiß nicht, hintereinander immer weggeschaut. Simpsons, die neue aus den USA und, weiß nicht, Family Guy und American Dad. Das war auch so eine Phase, wo ich super fand. Großartig. Aber ich sag, Rick and Morty, findest du gut? Ja, natürlich. Also ich mag halt Dan Harmon unheimlich gern. Aha. Und sein Humor und natürlich Rob Schraub, der da irgendwie auch ein bisschen hinter den Kulissen immer mitwirkt, den mag ich ja auch als Comic-Autor und Comic-Zeichner sehr gern. Also ja, ja. Wenn du jetzt eine Serie nur auf eine einsame Insel mitnehmen könntest, welche wäre das? Oh, das ist sehr schwierig. Das weiß ich gar nicht. Irgendwas, was man oft genug anschauen kann, um immer wieder was Neues drin zu finden. Aber ich glaube, wenn es eine Serie ist, die, ich muss sagen, da würde ich fast wahrscheinlich zu sowas wie so Feel Good Comfort TV wie The Office nehmen. Aha. Weil bis ich da durch bin bei Staffel 11, weißt du schon nicht mehr, was in Staffel 1 war. Und es ist halt sowas, was du immer wieder durchlaufen lässt. Also die US-Fassung, muss man dazu sagen. Genau. Weil die britische Fassung hatte wirklich nicht viele Folgen. Ja, und also ich war ja lange Zeit immer Verfechter der britischen Fassung und dieses Fremdschämen, Fremdschämen-Humor ist ja viel düsterer und viel besser. Und dann habe ich irgendwann mal, war ich krank zu Hause und hatte alle 11 Staffeln der US-Fassung durchgeschaut. Und es ist natürlich eine ganz andere Humor, aber ich finde es auch super. Aber ich glaube, es wäre so ein Comfort-TV-Ding, was da bei mir dann landen würde. Oder Arrested Development kann ich auch sehr, sehr empfehlen. Das wäre natürlich auch sowas, aber bin ich kein so großer Fan mehr von der letzten Staffel. Ach so, wie weil die auf Netflix dann neu produziert wurde. Ja, stimmt. Ja, aber das wäre auch so. Das ist auch was, wo man immer wieder neue Gags entdecken kann. Das stimmt schon, ja. Also bei mir wäre die Serie, falls dich interessiert, wäre Buffy gewesen. Die finde ich großartig. Also, das ist natürlich auch super. Das war ist auch einfach was man immer wieder. Ja. So eine bunte Tüte aus Drama, Comedy, Horror, Mystery, da war alles drin und es war einfach sehr gut geschrieben, die Serie. Das fand ich einfach genial. Nee, aber sowas, wie gesagt, so sowas wäre das, was so ganz so eine amerikanische Serie Ende 90er, Anfang 2000er mit so ganz vielen Episoden sowas. Ja, dabei. Als noch wirklich so 12 Staffeln normal waren. Ja. Hast du zurzeit eine Serie, wo du sagst, ey, da klebe ich total dran oder die müsst ihr gesehen haben, vielleicht kennt ihr auch kein anderer? Boah, ich muss sagen, das, was ich gerade, also jetzt, nachdem das Seriencamp vorbei ist, sind das gerade zwei Serien, die ich aufhole, weil ich mich riesig drauf gefreut habe. Das ist das We Are Who We Are von Luca Guadagnino, das demnächst auch hier bei uns in Deutschland laufen wird. Und Industry, was ja, glaube ich, ab dem 30.12. auf Sky zu sehen sein wird. Ich weiß noch nicht genau, also Industry spielt so im Finanzsektor in London mit einer sehr diversen Cast von Leuten, von jungen Menschen, die Berufsanfängern, die in dieser Firma arbeiten, was so ein großes Investmentunternehmen ist. Okay. Und ich weiß nicht genau, wieso oder was mich da so reinzieht, aber ich habe jetzt irgendwie die ersten drei Episoden
durchgezogen in auf einen Sitz und das ist dann eher immer selten. Du bist angefixt quasi. Definitiv, ja. Ja, wunderbar. Ja, dann haben wir jetzt mal ein bisschen hinter die Kulissen des Seelencamps schauen dürfen und ein bisschen erfahren können, was du deiner Funktion als, wie ist denn deine Funktion offiziell genannt vom Seelencamp? Boah, ich glaube, künstlerischer Leiter, aber Künstlerischer das, Leiter, das weil geht sich noch. da halt darin halt so viel verbergen kann. Das ist wie so eine Okay. Wundertüte. Ja, wunderbar. Dann, wie gesagt, haben wir auch ein bisschen was über den künstlerischen Leiter des Seriencamps erfahren können, was ihn so peitscht an Serien. Und hast du noch irgendwelche abschließende Worte vielleicht an Seriencamp-Fans oder welche, die es noch werden wollen? Ja, wer auf dem Laufenden bleiben will, also wir werden nächstes Jahr auch ein bisschen mehr redaktionell machen, das heißt ein paar Serientipps im Monat immer geben von Serien, die uns als Team interessieren. Da gerne folgen auf seriencamp.tv oder auf Social Media. Und wir hoffen, dass wir euch alle nächstes Jahr wieder hier im Kino in München begrüßen dürfen oder eben online im Watchroom. Das hoffen wir doch alle. Wunderbar, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Gerhard Meyer, dem künstlerischen Leiter des Seriencamps. Und ich kann nur sagen, macht bitte weiter so, denn es ist eine ganz großartige Sache, die ihr macht. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Tschüss. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, wertes Publikum, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Zeit. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie heute gehört haben, empfehlen Sie uns doch bitte weiter an Ihre Freunde, Bekannte und Verwandte, an jeden, von dem Sie glauben, unser Podcast gehört genau in deren Ohren. Wir freuen uns sehr auf Ihr Feedback, das Sie gerne hinterlassen können auf den Social Media Plattformen, wie zum Beispiel Facebook, Twitter, Instagram oder auch bei uns im Blog unter tele-stammtisch.de. Da gibt es Kommentarfunktionen, bitte nutzen Sie die bitte und bewerten uns auch noch. Wir sind ein Podcast, der von seinen Bewertungen lebt. Gehen Sie auf Apple Podcast, auf podcast.de, auf Google Podcast oder einer der vielen weiteren Plattformen, auf denen man Podcasts bewerten kann. Und bewerten Sie uns, das wäre total toll. Wir danken Ihnen vielmals und wenn Sie noch ein bisschen Geld übrig haben, dann nutzen Sie doch die Gelegenheit, uns via PayPal eine kleine Spende zukommen zu lassen oder die Amazon Affiliate Links zu nutzen, die Sie in den Shownotes finden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao!